Fünf Zeichen, dass du eine schwache Produktvision hast. Zeichen Nummer 3, es ist nicht inspirierend. Wenn John F. Kennedy bekannt gegeben hat, dass wir zu dem Mond gehen, hat es wirklich so die Vorstellungskraft der ganzen Welt zusammengebracht, speziell von den Amerikanern. Dann gibt es auch die schöne Geschichte mit dem der Person, die der Zauber gemacht hat, der Putzkraft, sagen, ich helfe, eine Rakete zum Mond zu bringen. Alle waren davon überzeugt, es ist das Richtige zu machen und wollten mithelfen. Inspiriert eure Vision andere. Bringt es Diskussionen auf. Es ist wichtig für Personen. Nur dann sind sie bereit, letztendlich die Probleme, die aufkommen, zu überkommen, ja, zum Erreichen, um die Vision eine Realität zu machen. Also achtet wirklich darauf, eure Vision and Mission Statements sind top-notch.